Kinder wollen das Spielzeug nicht teilen. Das reicht jetzt. Was? Ich gehe jetzt und dieses Spielzeug nehme ich mit. Tschüss, meine Lieblinge. Passt auf euch auf und hört auf euer Kindermädchen. Hehehe. Toll, du bist da. Komm und lern meine Kinder kennen. Hallo, Kinder. Ich bin euer neues Kindermädchen. Sie wird sich um euch kümmern, also seid brav. Schön, euch kennenzulernen, Kinder. Keine Sorge, ich kümmere mich um euch. Wo sind die Kinder? Oh nein, in der Küche. Ich mache nur sauber. Oh, puh, so ein braves Mädchen. Und bist du nicht auch fleißig? Hä? Du wäschst ein Telefon? Wo ist mein... Das ist mein Telefon. Oh mein Gott. Es ist klatschnass. Ich habe ein böses Kind und ein gutes Kind. Oh nein, das Monster ist hinter dem Mädchen her. Hä? Nanny ist hier. Was ist denn hier los? Da ist ein Monster unter meinem Bett. Lass mich nachsehen, nur um sicher zu gehen. Es ist nur dein Bruder. Hör auf, deine Schwester zu erschrecken, junger Mann. Geh zurück in dein Zimmer. Was für ein Spielverderber. Ich habe dir diese süßen Kuschellampen gekauft. Es ist so matschig. Ich glaube, das beruhigt mich. Ich liebe Squishies auch. Ich werde sie überall in deinem Zimmer aufstellen. Jetzt kannst du mit einer Armee von Squishies, die dich beschützen, einschlafen. Und ich werde dir auch eine gute Nachtgeschichte vorlesen. Was ist das für ein Geräusch? Ich glaube, es kommt von unter meinem Bett. Was, wenn es ein Monster ist? Was ist denn in seinem Zimmer los? Irgendetwas stimmt nicht. Ich muss da reingehen. Bist du wach? Spielt das Monster mit dem bösen Kind? Was wollt ihr? Ups, sorry. Zeit für einen Snack. Diese Augengummis sind das Beste. Sieh dir das an. Hä? Das ist kein gesundes Essen. Keine Gummibärchen mehr für euch. Ihr solltet stattdessen Brokkoli essen. Ich liebe Brokkoli. Igitt, nein, danke. Aber du sollst doch gesund sein. Nee, ich glaube, mein Bär will es lieber essen. Nein, sieh dir an, was du auf dem Bären anrichtest. Du verschüttest alles. Lass mich ihn abwischen. Hör auf und gib mir das. Ich schütte das Gemüse in eine Schüssel, damit er es nicht verschütten kann. Und jetzt iss auf. Nein, warum kleckert er denn nicht? Jetzt mach auf. Ich sagte aufmachen. Ich bin fertig mit meinem Essen. Kindermädchen, ich habe auch mein Geschirr gespült. Sehr gut. Du hast dir ein Gelee-Dessert als Belohnung verdient. Mh, das ist so süß. Ich sagte, mach den Mund auf. Warte mal. Gelee und Gemüse? Ich habe eine Idee. Ich bin gleich wieder da. Was? Ich werde diesen Blumenkohl in ein Glas füllen. Dann füge ich Gelee-Soße hinzu. Und zum Schluss klebe ich ein Etikett drauf. Das sieht aus wie ein Gehirn im Glas, oder? Du kannst das stattdessen essen. Igitt! Sind das Gehirne? Ich muss mal probieren. Das ist fantastisch. Ich werde jeden Bissen genießen. Ich wusste, dass das ein cleverer Trick war. Oh nein! Die Füße des bösen Jungen beschmutzen die Laken. Spring, spring, spring! Währenddessen gönnt sich das gute Kind einen Wellness-Tag. Das Kindermädchen ist da. Was zum... Sieh dir das Bett an. Runter von dem Bett, sofort. Ich will aber nicht. Komm her, hör auf zu rennen. Du hinterlässt überall auf dem Boden Schmutzflecken. Pass doch auf. Ich habe ihn erwischt. Ja, jetzt komm her und wir werden dir die Füße waschen. Nein, das Bad ist zu mädchenhaft. Stell deine Füße in die Schüssel. Oh je, wir müssen das Becken austauschen. Durch deine Füße ist das Wasser wie ein Sumpf. Das benutze ich nicht noch einmal. Ich haue hier ab. Gut, geh schon, aber mach dich nicht wieder schmutzig. Oh nein, tut mir leid wegen deines Beckens. Wir werden es durch diese Stiefel ersetzen. Wahnsinn! Schick, nicht wahr? Lass uns deine Füße eine Weile in Sprite eintauchen.
Okay, die Zeit ist um. Wow, so sauber und glänzend. Seht euch unsere süßen Fischchen an. Hey, was machst du da? Wo bringt ihr die Fische hin? Ich nehme sie nur auf einen Ausflug mit. Der Schuh hat sie gerettet. Sie wäre fast in die Toilette gegangen. Ist schon gut, Fischlein. Du bist in Sicherheit. Gut, dass Nanny hier ist. Okay, bringen wir den Fisch zu seiner Freundin zurück. Danke, Nanny. Nanny und die Kinder sind im Park. Ich genieße nur meinen Lolli. Das ist langweilig. Ha? Sieh dir die haarigen Achseln von dem Typen an. Ich habe einen Plan. Hey! Ich habe gehört, dass man sich mit Lollis die Achseln enthaaren kann. Also will ich es ausprobieren. Haha, ich schätze, das bedeutet, es funktioniert. Hier ist dein Lolli. Jetzt ist er so eklig. Lass mich mal sehen. Igitt, den sollten wir wegwerfen. Ich habe noch einen Lutscher hier. Dazu gibt es auch diese Lolli-Halterpistole. Tu ihn einfach rein. Was? Viel Spaß. Wow, das ist so cool. Was ist mit mir? Problem gelöst. Das kleine Mädchen hat Geburtstag. Warte, du kannst ihn noch nicht essen. Ich muss ihn noch anzünden, damit sich deine Schwester etwas wünschen und die Kerzen ausblasen kann. Nun mach schon. Ein Wunsch? Das dauert so lange. Ich werde es tun. Geschafft. Lasst uns jetzt den Kuchen essen. Aber ich wollte sie ausblasen. Lass deine Schwester das machen. Versuchen wir es nochmal. Okay, wünsch dir was. Es dauert eine Weile, also blase ich sie wieder aus. Hör auf! Was zum... Du bist nicht lustig. Und du bist ein sehr böses Kind. Benimm dich, okay? Ich habe eine Idee. Ich werde den Kuchen mit einem Föhn anpusten. Oh nein. Ich könnte den Kuchenteller benutzen. Ich habe den Haartrockner gerade noch rechtzeitig abgedeckt. Du bist so ein Spielverderber. Gib mir den Föhn und bleib ruhig auf deinem Platz sitzen. Was soll ich mir wünschen? Ich kann nicht denken. Aha, ein Laubbläser. Das ist zu viel. Ich ziehe besser den Stecker raus. Puh, dann werde ich eine Steckdosenabdeckung anbringen, damit ihr ihn nicht wieder einstecken kann. Da bin ich wieder. Hat sie sich ihren Wunsch schon erfüllt? Ich kenne meinen Wunsch. Juhu! Na endlich, ich dachte, wir würden hier alt werden. Nimm dir ein Stück Kuchen. Danke, denke ich. Diese Party macht doch Spaß. Lass uns einen Apfel essen. Mein Zahn tut weh. Naja. Dein Zahn ist ausgefallen? Lass mich mal sehen. Oh nein! Du musst dir die Zähne putzen. Ich habe keine Lust dazu. Was sollen wir tun? Einen Hund? Okay, das bringt mich auf eine Idee. Wir benutzen diese Hundekappe, um die Zahnpasta herauszudrücken. Sieh dir das an. Der Hund kackt deine Zahnpasta aus. Das ist so lustig. Okay, ich putze mir jetzt die Zähne. Ekelhaft. So, fertig. Das Kindermädchen ist so ein Genie. Gut gemacht. Das gute Kind räumt seine Seite des Zimmers selbst auf. Danke, dass du ein unabhängiges Mädchen bist. Währenddessen ist der Raum des bösen Kindes ein einziges Durcheinander. Igitt, ich habe einen riesigen Rotz. Ich wische ihn mit meinem Laken ab. Könntest du noch ekeliger sein? Steh auf und räum dein Zimmer auf. Nein, ich will nicht. Blöder Besen. Kein Besen, kein Putzen. Nimm das. Hey, du. Ich werde Chips essen, wann immer ich will. Und ich werde den Boden verschmutzen. Du bereitest mir Kopfschmerzen. Oh nein. Diesmal muss ich der Nanny helfen. Ich hole den Besen und mein Spielzeugauto. Ich stelle den Besen vor den Lastwagen und lasse Barbie obendrauf fahren. Jetzt kannst du den Boden fegen, indem du eine Fernbedienung benutzt. Ich kann sogar Spaß dabei haben. Gut gemacht, Barbie. Was ist mit der Sauerei auf den Laken?
bin gleich wieder da. Willst du einen Riesenrotz? Igitt! Das ist eigentlich nur ein Schleim, damit ich die Sauerei auf den Laken aufheben kann. Die Krümel kleben an dem Schleim. Ich habe den ganzen Dreck erwischt. Ein Kinderspiel. Endlich ist die Sauerei von seinen Laken weg. Aber ich muss die Bettlaken noch ersetzen. Wir haben gut geputzt. Wir sind ein Team. Und du? Du fängst besser an, deine Regale abzustauben. Wie auch immer. Oh oh, was hat das schlechte Kind mit seiner Schwester vor? Deine Kopfhörer brauchen dringend einen Haarschnitt. Meine Musik ist weg. Jetzt reicht's. Nanny ist hier, um den Tag zu retten. Keine scharfen Werkzeuge mehr, junger Mann. Reg dich nicht auf. Ich habe dir neue AirPods mit Nutella-Hülle gekauft. Das ist so süß. Schön, nicht wahr? Und du, junger Mann, verpasst diesem Spielzeug einen Haarschnitt. Okay, ich werde es versuchen. Wow, dieses Spielzeug ist so genial. Ich bin so ein gutes Kindermädchen. Kinder, kommt her und esst einen Apfel. Huh? Seht euch eure schmutzigen Hände an. Hört auf. Was ist denn? Was? Schauen wir sie uns nochmal genauer an. Seht ihr? Da krabbeln Keime auf euren Händen. Fasst das Essen nicht an, bevor ihr euch die Hände mit Seife gewaschen habt. Ich hasse Seife. Ich bin gleich wieder da. Schau, so wäscht man sich die Hände mit Seife. Es ist so einfach. Meine Hände sind sauber. Ich will mir nicht die Hände waschen. Donuts. Ich will einen. Aber meine schmutzigen Hände. Nein, ist schon gut. Donut, jetzt gehörst du endlich mir. Oh oh, er ist mir runtergefallen. Er ist noch gut zu essen. Aua, mein Bauch tut mir weh. Was ist passiert? Hast du mit deinen schmutzigen Händen gegessen? Jetzt bist du wahrscheinlich krank. Was sollen wir tun? Johnson's Foot Soap? Ich habe eine Idee. Ich werde sie anrufen. Ich möchte eine Bestellung aufgeben, bitte. Ich habe das Paket bekommen. Tada! Eine Fußseife? Das ist so cool. Endlich, Problem gelöst. Es macht mehr Spaß, meine Hände damit zu reinigen. Geschafft! Meine Hände sind blitzsauber. Von nun an müssen wir neue Regeln befolgen. Schaut auf die Tafel. Oh nein, oh nein. Wie ich sehe, haben wir bereits Regelbrecher. Ich glaube, du brauchst eine Dusche, um die ganze Haarfarbe loszuwerden. Ups, Entschuldigung. Ich mag meine neue Frisur nicht. Keine gefärbten Haare. Wie lang ist denn dein Haar? Sieht aus, als müssten wir sie abschneiden. Du bist nicht Rapunzel, du brauchst keine so langen Haare. Meine Haare! Ich habe kurzes, natürliches Haar. Was willst du abschneiden? Ohne meine Ketten sehe ich nicht cool aus. Keine Accessoires. Und du, beliebtes Mädchen? Lass uns zuerst deine Nägel überprüfen. Oh oh, die sind schon viel zu lang. Jetzt geht's ans Schneiden. Hehehe, das war befriedigend. Keine langen Nägel. Komm mal her. Ja, Frau Lehrerin? Make-up ist nicht erlaubt. Siehst du? Du hast so viel Make-up, dass es auf das Papier abfärbt. 8 minus 4 ist 5, richtig? Willst du meine Geduld auf die Probe stellen? Falsch. Was? Hahaha, armer Nerd. Ich dachte, du wärst schlau. Du. Hä? Huh? Komm nach vorn und schreibe die richtige Antwort auf. Lass mich nachdenken. So langsam. Das ist eine 6. Ich hatte noch gar nicht angefangen. 8 minus 4 ist 4. Gut gemacht, Aiden. Ha? Dann bearbeite den Rest der Aufgaben. Die Zeit beginnt jetzt. Du solltest besser anfangen zu zählen. Wird Aiden das rechtzeitig schaffen? Oh nein, diese Sanduhr läuft zu schnell. Fast geschafft. Stopp! Die Zeit ist um. Du bekommst ein dickes, fettes F. Oh Mann.
Wer kann diese Matheaufgabe für mich lösen? Die beiden da hinten tun so, als wären sie beschäftigt, damit sie nicht aufgerufen werden. Mal sehen. Was ist mit dir, Aiden? Oh Mist, warum ich? Ist 1 plus 3 auch 3? Du hast es fast geschafft. Ich wusste, dass es falsch ist. Sieh dir meine Finger an. Wie viele sind es? 4. So ist es richtig. Du darfst dir 2 geheimnisvolle Preise aussuchen. Wahnsinn! Der grüne Knopf und der gelbe. Ich habe Bonbons. Was? Es gibt einen Preis? Jetzt wollen alle vortragen. Du solltest beim Schreiben nicht auf dem Schreibtisch liegen. Wie kann ich das ändern? Ich weiß es. Hier, nimm das als Leitfaden. Sehr schön. Das ist zu einfach. Alle machen das gut. Ha? Jetzt bin ich dran. Raus mit euch. Die schlechte Lehrerin ist zurück. Wie ich sehe, gibt es noch einen Schüler ohne Führung. Warum bin ich am Pranger? Ich kann nicht schreiben. Geschafft! Zeit für Snacks! Wartet auf mich! Das ist so schwer! Keiner guckt. Ich kann meinen Kaugummi einfach unter den Tisch kleben. Oh oh. Nein, nein. Du solltest ihn in den Mülleimer werfen. Gut gemacht. Ich habe einen Tappelgum. Kommt alle näher. Wir können alle teilen. Wahnsinn, das ist lecker. Lecker. Mir auch. Mmh, so toll. Wer kann die größte Blase machen? Ich fange an. Nom, nom. Oh, jetzt geht's los. Ich kann meinen Kaugummi zu einer Spirale drehen. Unglaublich. Ich bin diesem Kaugummi so leid. Ich sollte ihn einfach unter meinen Schreibtisch legen und ihn loswerden. Das habe ich gesehen. Kratze den ganzen Kaugummi ab oder ich kratze dir die Zunge ab. Ich hab's. Aber ich will, dass du sie alle erwischst. Was? Okay, ich werde es jetzt tun. Oh je, armer Aiden. Da unten ist so viel Kaugummi, dass sie sich in einen riesigen Kaugummiball verwandelt haben. Und jetzt iss ihn. Du willst, dass ich diesen Kaugummiball esse? Nom. Nein, nein, nein. Ich kann mir das nicht ansehen. Ich glaube, ich muss kotzen. Igitt, lass uns hier verschwinden. Haha, ich habe selbst einen Kaugummi und werde ihn unter den Schreibtisch kleben. Sie wissen nicht, dass all diese Kaugummis von mir sind. Lange Schlangen auf der Toilette sind das Schlimmste. Ich muss pinkeln. Wer ist da drin? Warum können diese Schüler nicht warten? Ich muss mich konzentrieren. Komm raus. Schönes Buch. Huh? Oh oh, alle werden langsam ungeduldig. Es ist schon fast eine Stunde her und die schlechte Lehrerin ist immer noch auf der Toilette. Ich muss mich jetzt wirklich konzentrieren. Ich muss auf die Toilette, bitte. Was soll der Aufruhr? Was auch immer. Ich gehe zuerst. Igitt, die schlechte Lehrerin hat die Toilette verstopft. Also gut, Kinder, geht aus dem Weg. Ich frage mich, was mit denen los ist. Igitt, das ist eine Katastrophe. Okay, ich bin wieder da. Dieses Mal mit Schutz. Lass uns die Toilette sauber machen. Ich muss all diese verschiedenen Dinge in die Toilette schütten. Für so eine Sauerei braucht man eine Menge Mischungen. Und jetzt spülen wir es runter. Das wird eine ziemliche Explosion werden. Ist es schon vorbei? Schauen wir es uns an. Wow! Auf dieser Toilette könnte man eine Party feiern. Hey, was macht ihr da? Lasst mich in Ruhe! Was ist der neueste Klatsch und Tratsch? Was? Ich konfisziere das. Handys sind nicht erlaubt. Und jetzt spuck es aus. Ich weiß, dass du einen Spickzettel in diesem Mund versteckt hast. Das ist ja ekelig. Ha. Hey, Streberin, du zuerst. Ich kann es riechen. Das Telefon. Da ist noch etwas. Aha. Zeig mir deine Hände. Da ist der Spickzettel versteckt in deinem Pullover. Wie lang ist das? Das reicht. Jetzt bin ich dran. Ich bin bereit, mein Telefon abzugeben. Schüler? Hände hoch! Wow, wow!
Oh Mist. Sie wusste, dass ich den Spickzettel auf meine Arme geschrieben habe. Ich bitte dich, ich bin unschuldig. Wir müssen es abwaschen. Aua, das tut weh. Wer bringt einen Ball zur Prüfung mit? Einer, der zu schummeln bereit ist, natürlich. Nein, nein, nein. Ich habe so getan, als hätte ich mir den Arm gebrochen, damit ich mein Handy im Gips verstecken kann. Warte mal, was ist denn mit dem Gips? Ich habe mir den Arm gebrochen. Ist das so? Ich rufe nur kurz an. Und warum ist in deinem Gips ein Klingelton? Du bist kaputt. Ich wusste es doch. Gib mir den Gips. Warum brechen wir dir nicht wirklich den Arm? Oder ich breche stattdessen dein Handy. So. Jetzt geh weiter und beginne deinen Test. Seht euch das an. Hä? Huh? Wollt ihr den super leichten Test oder den mittleren Test machen? Natürlich wird jeder den super leichten Test wählen. Ich werde jetzt die Testblätter verteilen. Ich weiß die Antwort nicht. Ein bisschen Hilfe kann nicht schaden. Danke, Frau Lehrerin. Sie ist so fantastisch. Ich werde Daniel die Antworten auf den Test geben. Psst. Schön. Ich werde diesen Test mit Bravour bestehen. Ich werde mir den Aufsatz der Streberin ansehen. Hey, nicht schummeln. Wie auch immer, ich brauche deine Hilfe nicht. Ich sollte die Sache selbst in die Hand nehmen. Ich schiebe ihren Schreibtisch direkt neben den von Victoria, damit sie die Antworten abschreiben kann. Hallo, Sitznachbarin. Lass uns mit dem Test weitermachen, ja? Prinz eilt herbei, um die Prinzessin mit einem wahren Liebeskuss zu retten. Aiden, wach auf. Schläft mein Schüler? Hey, sei leise. Psst. Weckt ihn nicht auf. Lasst ihn ausruhen. Da, mit einem Kissen und einer Decke schläft er besser. Sieht aus, als dürften wir im Unterricht schlafen. Träumt schön. Psst. Ich bin gleich wieder da. Wo geht die Lehrerin hin? Hä? Ein Nachtlicht? Na gut, dann gehe ich auch schlafen. Das große, böse Monster hat die Prinzessin gefressen. Ich schreibe so schnell, wie ich kann. Ich bin eine gute Schülerin. Ich bin müde. Ich weiß nicht mal mehr, was ich schreibe. Das mit dem Lesen wird langsam langweilig. Ich sollte mir die Beine rasieren, wenn ich schon dabei bin. Ich muss erst den Schaum auftragen. Und dann griff der Prinz das Monster an. Nun, so kann man auch multitasken. Igitt. Hä? Schläft der Junge in meiner Klasse? Ich sollte ihn bestrafen. Wacht auf. Huch. Hä? So ist es gut. Sieht aus, als wollte Dornröschen einen kleinen Streich. Nimm etwas Schaum in die Hand. Dann kitzle ich dich mit einer Feder im Gesicht. Kuck, 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 kuck. Hey! Hä? Autsch, das ist so peinlich. Jetzt lachen alle über mich. Okay, lass uns die Prüfungsunterlagen überprüfen. Igitt, ich muss die alle prüfen? Ich hasse diesen Job. Ich weiß, ich werde eine Note geben, die auf einem Würfelwurf basiert. Nur eine 1 und der Rest sind 6. Ups, eine 6. Ich liebe das. Dieser Schüler bekommt eine 6. Wisst ihr was? Ich gebe einfach allen eine 6. Ich liebe diesen Job eben doch. Hä? Diesmal ist es bei einer 1 gelandet. Nö. Machen wir daraus eine 6. Es ist Zeit, die Prüfungsunterlagen zu kontrollieren. Wow, dieser Schüler hat alles richtig gemacht. Das verdient eine 1+. Ich habe einen riesigen Stapel von Prüfungsbögen zu prüfen. Das wird mich ganz schön anstrengen. Oh je, sie bekommt eine 6. Aber Victoria ist sehr süß. Ich mache einfach eine 1- draus. Der nächste. Schade, wieder eine 6. Aber Aiden ist wirklich fleißig. Gut, ich gebe ihm auch eine 1-. Nun zu dieser Arbeit. Oh, Daniel ist sehr charmant. Ich sollte ihm eine 1 geben. Weißt du was? Ich finde, alle meine Schüler verdienen eine 1. Zu. Das ist meine Chance, meine Süßigkeiten zu essen. Ich habe eine ganze Flasche davon. Mh, so gut.
Warum schläfst du noch nicht? Oh mein Gott, deine Zähne sind so schmutzig. Keine Bonbons mehr, junge Dame. Es ist Zeit, deine Zähne zu putzen. Ich will aber nicht. Bitte, putzen Sie Ihre Zähne. Hey, ich mach das schon. Eiskaltes Händchen, ich brauche Hilfe. Was hat Wednesday vor? Oh je, das eiskalte Händchen hat einen Mund? Ziehen wir dir den Zahn raus. Igitt, dein kaputter Zahn hat sich in ein Monster verwandelt. Hä? Ich muss diesen Zahn aufschneiden. Mit einem Cutter. Ich muss das so gruselig wie möglich machen, damit das kleine Mädchen es sieht. Sieh dir die ganze Infektion im Inneren an. Das passiert, wenn man sich nicht die Zähne putzt. Nein! Ich putze mir die Zähne! Ich will keinen Monsterzahn haben! Wahnsinn! Ich kann nicht glauben, dass dein Trick funktioniert hat. Hey, wach auf! Oh nein! Das Mädchen rollte sich vor Schreck aus dem Bett. Aua! Ich habe mir das Knie aufgeschürft. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Doktor! Ich komme ja schon. Was ist denn los? Ich habe eine Wunde! Oh je. Das müssen wir sofort behandeln. Was sollen wir tun? Ich weiß. Ich werde eine Salbe in ein Wattestäbchen spritzen. Drück die andere Seite zusammen, damit sich die ganze Salbe an einem Ende des Q-Tips sammelt. Trage sie vorsichtig auf die Wunde auf. Und schließe es mit einem fröhlichen Pflaster ab. Das hat mir definitiv ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Danke, Dr. Barbie. Yay! Tipps zum Quälen? Nur die normale Sonntagslektüre von Mittwoch. Hör auf zu husten. Jetzt reicht's. Du hast die Grenze meiner Geduld erreicht. Gib mir deine Puppe, damit ich sie bestrafen kann. Warte, ich habe eine bessere Idee. Fangen wir damit an, ihr die Haare abzurasieren. Die arme Barbie. Nein, nicht ihre schönen Haare. Das ist nicht die Frisur, die sie erwartet hat. Mein Haar. Diesmal brauche ich ihren ganzen Kopf. Was für ein befriedigendes Knacken. Ich werde ihren Kopf mit ein paar Teeblättern auffüllen. Hör auf zu husten. Ich werde Barbie in Wasser tauchen, genau wie einen Teebeutel. Dann schüttelst du sie wie einen Salzstreuer, damit die Teekrümel herauskommen. Mischen, mischen, mischen. Bis das Wasser braun wird. Hier, trink etwas heißen Tee gegen deinen Husten. Ich mag den Geruch nicht. Autsch. Jetzt kommt das letzte Mittel, damit du aufhörst zu husten. Ich werde dir den Mund zukleben. Ah, wie friedlich. Was ist denn hier los? Warum ist da Klebeband auf ihrem Mund? Das wird ihren Husten nicht heilen. Warum versuchst du es nicht selbst? Was sie braucht, ist ein Hustensirup. Der hier ist mit Orangengeschmack. Hier, nimm ihn. Ich mag keine Medizin. Was? Was ist zu tun? Ich weiß was. Ich verstecke die Medizin in einer Getränkedose. Ich füge sogar einen Strohhalm hinzu, um die Sache wirklich überzeugend zu machen. Nimm stattdessen diese leckere Bonbon-Limonade. Sie weiß nicht, dass sie direkt aus der Medikamentenflasche trinkt. Siehst du? Mein Hack hat besser funktioniert als deiner. Wie auch immer. Ich werde diesen Armdrücken-Wettbewerb gewinnen. Ah, komm schon! Oh, ich habe verloren. Hey, du hast mir den Fingernagel abgebrochen. Hilfe! Was ist denn hier los? Oh nein! Sie hat sich einen Nagel abgebrochen. Das eiskalte Händchen ist schuld. Nein! Das macht doch nichts. Ich habe auch ein paar abgebrochene Nägel. Du bist nichts Besonderes. Ich habe eine Gartenschere benutzt, um sie zu stylen. Nein! Gib mir deine Hand. Du machst mir Angst. Hey, was machst du denn da? Was? Geh einfach und ich kümmere mich um die Sache. Oh, du armes Ding. Lass mich mal sehen. Ein abgebrochener Fingernagel, hä? Igitt. Das müssen wir abdecken. Aha. Ich nehme ein Blatt, bitte. Zuerst decke ich deinen Nagel mit einem Blatt ab. Und schneide es auf die Größe deines Nagels zu. Natürlich müssen wir es mit rosa Nagellack hübsch machen. Mit Glitzer macht alles Spaß. Wie gefallen dir deine neuen Nägel? Rosa und glitzernd, genau wie ich es mag. Wackel mit deinen Fingerspitzen. Wow, sie sehen so schön aus. Keiner sieht...
Ich will mit diesen Klötzen einen Turm bauen. Wahnsinn, Wednesday hat Kopfhörer auf. Deshalb fühlt sie die Tanzschritte richtig. Oh oh, sie hat die Blöcke des Mädchens getroffen. Und einer davon ist direkt in den Hals des Mädchens geflogen. Wednesday ist zu sehr mit Tanzen beschäftigt, um das Mädchen zu hören. Oh nein! Hilfe! Ich? Ich führe das Heimlichmanöver durch. Komm schon, drück ihn raus. Es hat geklappt. Wie unverantwortlich von dir, Wednesday. Oh je, ich kann nicht glauben, dass sie diesen riesigen Klotz verschluckt hat. Oh, ich habe eine Idee. Zeig mir mal diese Kopfhörertasche. Das wird reichen. Ich werde Schokolade in die Kopfhörerform gießen. Mach sie zu und lass sie fest werden. Schütteln, schütteln, schütteln. Schau, die Schokolade hat die Form eines Kopfhörers. Noch besser, du kannst sie in Schokoladensauce, Erdbeerstreusel und Blaubeerpuder tauchen. Probier mal. Toll, so viele Geschmacksrichtungen. Freut mich, dass es dir schmeckt. Wow, was für eine riesige Wassermelone. Normalerweise würde Wednesday ein Messer benutzen, um sie aufzuschneiden. Ich würde lieber einen Stachelschläger nehmen und sie zerschlagen. Ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt. Ich sollte eine Pause einlegen. Ich lege zuerst den Schläger ab. Passt auf! Huh? Au, au, au. Ich habe mir den Hintern verletzt! Dreh dich um und lass mich sehen. Stachel? Hast du dich gerade auf meinen Schläger gesetzt? Naja, ein Riesenmagnet wird sie herausziehen. Bleib ruhig. Er zieht mich auch! Autsch! Was ist hier los? Hör auf, ihr das anzutun! Geh einfach weg. Geht es dir gut? Lass mich mal sehen. Oh je, das sieht schmerzhaft aus. Ja, ich weiß. Ich kann eine Spritze benutzen. Du wirst nichts spüren, wenn ich sie rausziehe. Bist du bereit? Tief einatmen. Ich ziehe jetzt. Gott sei Dank haben wir das rausgeholt. Danke, dass du mich gerettet hast, Barbie. Oh oh, da wird wohl jemand einen schlechten Morgen haben. So viele Pickel! Du machst mein Trommelfell kaputt. Ein Pickel? Ja, das ist befriedigend. Zeit, ein Experiment zu machen. Oh oh, was hat sie jetzt vor? Ah, da sind ja meine Ratten. Nun muss ich nur etwas Graberde schaufeln. Schüttet etwas davon in ein Fläschchen. Und jetzt fügen wir etwas Schlangengift hinzu. Lass alles raus, Kumpel. Das sollte genug sein. Was ist denn das? Die letzte Zutat. Blut. Ich werde dir nicht sagen, woher es kommt. Das Gebräu ist fast fertig. Gießen wir es in die Gesichtsmaskenmaschine und fügen eine Minztablette hinzu. Die Gesichtsmaske wird hergestellt. Mein Experiment nimmt Gestalt an. Probiere es aus. Ich bin sicher, dass diese Gesichtsmaske deine Pickel verschwinden lässt. Du musst nur eine Zeit lang wie der Grinch aussehen. Schauen wir mal. Du hast es schlimmer gemacht. Oh? Was ist denn mit deinem Gesicht passiert? Geh mir aus dem Weg. Das tut weh. Gib mir einen Moment Zeit. Ich werde eine bessere Hautpflege machen. Zuerst müssen wir ein Ei aufschlagen und das Eiweiß ohne das Eigelb ausschütten. Dann schütteln wir es gut und energisch. Nachdem sich das Eiweiß in einen Schaum verwandelt hat, füllst du es in eine Flasche. Schau dir Kens coolen neuen Körper an. Pass auf, Ken wird den Schaum herausdrücken, wenn wir seinen Körper zusammendrücken. Lass ihn über deine Pickel tropfen. Eine gute Gesichtsmassage, wenn wir schon dabei sind. Wir sind fast fertig. Wisch dir jetzt das Gesicht ab und lass uns das Ergebnis sehen. Meine Haut ist so glatt. Das wird ein toller Morgen für uns. Spring, spring, spring. Oh je, ihre schmutzigen Füße beschmutzen das Bett. Hör sofort auf mit dem, was du tust. Ich will aber nicht. Bäh, ich werde woanders spielen. Ach, komm schon. Ah! Was glaubst du, wo du hingehst? Oh oh, ist das ein Bohrer? Ganz ruhig. Das ist so gruselig. Nein! Hör auf zu rennen. Komm wieder her. Zeig mir deine dreckigen Füße. Oh, das funktioniert nicht. Geht es dir gut? Der Doktor hat mich mit einem Bohrer gejagt. Wirklich? Ich habe Seife, die nach Blumen riecht. Und damit kann man einen Blumenstempel machen. Hoch mit den Füßen. Schau, ich drücke den Schaum auf deine Füße. Was für eine schöne Blume, nicht wahr? Okay,
Jetzt werde ich den Schmutz abkratzen. Wer braucht schon ein Fußpeeling, wenn man das hier hat? Das kitzelt! So, fertig. Jetzt kannst du springen, so viel du willst. So hoch, wie du kannst. Juhu, ich liebe Springen! Ich muss auf die Toilette. Wahnsinn, sind das M&Ms? Da sind so viele davon. Ich will reinspringen. Sie stecken in meiner Nase. Hilf mir, Doktor. Setz dich hin. Zeig mir, was los ist. Ich kann nicht atmen. Dagegen habe ich eine Lösung. Hier, ich befestige ein Band mit einer Schnur daran. Dann hänge ich das andere Ende der Schnur an dieses Hubschrauberspielzeug. Wenn dieser Hubschrauber fliegt, zieht er dir die M&Ms aus der Nase. Zeit zum Fliegen. Oh je, das ist eine lange Schnur mit M&Ms. Es funktioniert wirklich. Was ist passiert? Schreiendes Kind! Wednesday! Helikopter mit Popeln und M&Ms? Das sieht nicht sicher aus. Ihr müsst eine bessere Lösung finden. Lass mich mal sehen. Oh, warte, ich habe eine Idee. Wir können die Nasenspülung benutzen. Wir stecken ihn in ein Nasenloch und er drückt alle M&Ms aus dem anderen. Igitt! Oh, es fühlt sich so gut an, wieder zu atmen. Du bist jetzt in Sicherheit. Ich hab solche Angst. Licht aus, geht schlafen. Ich hasse die Dunkelheit. Ich weiß nicht, ob ich einschlafen kann. Was ist das für ein Geräusch? Weiß sie denn nicht, dass sie den Fuß nicht aus dem Bett hängen darf? Sonst kommt das Monster. Da ist es. Oh nein, er kommt, um das Mädchen zu holen. Was war das für ein Geräusch? Au! Was ist denn mit dir los? Da ist ein Monster unter meinem Bett! Monster? So etwas wie Monster gibt es doch gar nicht. Okay, wart mal kurz. Ich hab dir etwas Gesellschaft mitgebracht. Komm mal her. Ey, was ist los, kleines Mädchen? Was? Dieser Gefangene sieht aus wie ein Gangster. Ich werde dir ein paar gruselige Geschichten vorlesen. Oh yeah. Ich erzähle dir eine Geschichte über ein Riesenmonster. Du machst mir Angst. Das Monster ist zurück und es hat einen Freund mitgebracht. Monster! Ich habe solche Angst. Ich auch. Der Gefangene ist wohl doch nicht so hart. Was ist denn hier los? Warum schreit ihr denn so? Da ist ein Monster unterm Bett. Wie werden wir die Monster los? Ah, ich weiß. Ich nehme das Glas, denke ich. Zuerst werde ich Backpulver in das Glas schütten. Dann füge ich Pflanzenöl hinzu und fülle es fast bis zum Rand. Jetzt schütte etwas Essig in eine andere Schüssel und füge grüne Lebensmittelfarbe hinzu. Mischen, mischen, mischen. Jetzt gieß es in das Glas. Es sieht aus wie Lava, oder? Noch besser ist es, wenn du das Glas auf eine Lampe stellst. Dann ist es eine Lavalampe. Wow, das ist eine Lavalampe. Seht ihr diese Gefahr, Mann? Ich liebe sie. Es hat geklappt. Psst, das Mädchen schläft schon. Was machst du noch hier? Geh zurück in deine Zelle. Oh nein, die Spülung ist kaputt. Alarmstufe rot. Die Toilette ist verstopft. Wir können nicht zulassen, dass die Kacke diesen Raum überflutet. Was ist denn los? Was hast du getan? Können wir nicht einfach den Deckel schließen? Wir müssen ihn zukleben. Nö, nutzlos. Was ist denn hier los? Siehst du selbst an. Ach du meine Güte, verschwinde hier. Ich mach das schon. Was ist zu tun? Oh, lass uns den Tank überprüfen. Wie vermutet er, ist schmutzig und voller Müll. Gut, dass ich eine Toilettenbombe habe. Wirf sie einfach hinein und sieh zu, wie sie den Wassertank reinigt. Vergiss nicht zu spülen. Bye-bye, glitzernde Riesenkacke. Niemand will dich hier haben. Ich glaube nicht, dass die Kacke in das Rohr passt. Da
Dann muss ich wohl meine bloßen Hände benutzen. Ekelhaft. Jetzt kommt der Reinigungsschaum. Sprüh ihn in der Mitte gut ein und gib dann ein paar geheimnisvolle Kapseln hinzu. Geheimnisvolle Kapseln? Was kommt als nächstes? Nun müssen wir natürlich noch etwas Seife einfüllen. Warum versuchst du es nicht? Das macht Spaß! Zucker, Gewürze und alles Schöne. So viel Blasen. Prost! Okay, jetzt ist an der Zeit, alles zusammenzumischen. Schau, die geheimnisvollen Kapseln sind geschlüpft. Lass sie uns ausspinnen und herausfinden, was sie sind. Teddybear Squishies! Ich werde mich um sie kümmern. Ich liebe Lutscher! Ha? Da ist deine Maus! Igitt, der Lutscher ist in Kacke getaucht. Was ist denn los? Auf meinem Lolli ist Kacke! Ekelhaft. Möchtest du einen haarigen Lolli? Was? Nimm die Hände hoch. Nicht schießen. Nimm den Lutscher von dem Kind weg. Er ist weg. Oh nein. Will sie wirklich den bösen Polizisten erschießen? Bitte schieße dich auf Kinder. Es ist nur eine Lollipop-Pistole. Hab ich dich? Ich hab dich reingelegt. Was? Ich hau ihr ab. Wir haben ihn gut erwischt. Gefällt dir deine neue Lollipop-Pistole? Ja, sie macht so viel Spaß. Oh nein, ich habe sie fallen lassen. Aber schau mal, die Waffe hat meinen Lolli geschützt. Peng, peng, peng. Oh, du hast mich auch erwischt. Kein Wunder, dass es so schwer ist, den richtigen Schlüssel zu finden. Wow, ich will all diese Squishies. So, es ist Zeit für das Mittagessen. Haferbrei mit Ungezieferbelag. Finger sind zerquetscht. Oh Mist, lass mich mal sehen. Oh nein, das sieht schlimm aus. Wir decken es mit einem Boxhandschuh ab. So ist es gut, Champion. Was ist denn hier los? Sie trainiert, um Boxerin zu werden. Das gibt's doch nicht. Lass mich mal sehen. Oh nein, du bist verletzt. Was hast du getan? Es tut mir leid, es war das Tor. Squishies, sie sind weich. Der gute Kopf führt etwas im Schilde. Ich klebe die Squishies an die Gitterstäbe des Gefängnisses und eins über das Schloss. Das ist so matschig. Noch eins hier. So, die Squishies halten das Tor davon ab, sich ganz zu schließen. So viele Squishies. Das ist gegen die Regeln. Wir müssen das Tor abschließen. Du redest zu viel. Vielleicht brauchst du nur einen matschigen Snack. Okay, hier ist dein gesundes Mittagessen. Du sollst den Apfel essen. Uh-oh. Was ist denn los? Mein Zahn ist lose. Oh nein. Warte, ich zieh ihn einfach raus. Komm schon, hab keine Angst. Das gibt's doch nicht. Aha, dann sehen wir sie damit heraus. Haha, das wird einfach sein. Hilfe, nein, nein, nein. Bleib ruhig. Lass das. Geh weg von ihr. Geh einfach und lass mich das regeln. Puh. Was sollen wir mit deinem Zahn machen? Ich werde versuchen, ihn vorsichtig herauszuziehen. Nein, das wird wehtun. Wie kann ich ihr den Zahn schnell herausziehen? Oh, ich weiß schon. Ein Pfeil und Bogen. Ich wickle das eine Ende der Sehne um den Pfeil. Dann wickle ich das andere Ende um deinen losen Zahn. Nichts ist schneller als ein fliegender Pfeil. Du musst nur darauf achten, dass die Schnur fest um deinen Zahn gewickelt ist. Das sollte genügen. Bist du bereit? Schieß! Es hat geklappt. Der Zahn ist herausgefallen. Komm schon, Barbie, lass uns los. Oh nein, sie ist gefallen. Piep, piep. Stopp! Scooter, komm durch. Du hast mir der Barbie den Kopf abgeschlagen. Ah, was war das denn? Warum weint das Mädchen? Was ist los? Du hast mir der Barbie-Puppe den Kopf abgerissen. Hör auf zu weinen, ich werde das reparieren. Sieh mal, du hast eine andere Puppe hier. Ich nehme einfach den Kopf dieser Puppe ab und gebe Barbie einen neuen Körper. Perfekt. Das sieht so gruselig aus. Was hast du diesmal gemacht? Sie mag ihre neue Barbie nicht. Gruselig. Wir brauchen einen neuen Plan. Pikachu! Das hat mich gerade auf eine Idee gebracht.
Tut mir leid, Barbie. Wir müssen dir die Haare abschneiden. Ich muss dir alle Haare abschneiden. Jetzt, wo sie eine Glatze hat, wird es einfacher sein, den Play-Doh um ihren Kopf zu wickeln. Es scheint, als würde sich die Barbie in etwas anderes verwandeln. Als nächstes gibst du dem Körper eine gelbe Farbdusche. Poliere ihn dann mit einem Pinsel. Gib ihm bezaubernde Augen, eine Nase, ein fröhliches Lächeln und errötende Wangen. Ich wette, du kennst ihn inzwischen mit seinem blitzenden Schwanz und den spitzen Ohren. Es ist Pikachu! Wow, es ist Pikachu! Mein neuer Freund! Phew, gut gerettet. Oh nein, das arme Mädchen ist krank. Ups, der Rotz geht ganz schön ab. Gut, er ist voller Keime. Handschuhe? Klar. Hustensaft und Schutzbrille? Check. Schutz komplett. Ich muss mich beeilen. Igitt, huste mich nicht an. Du musst die Medizin trinken. Ich will keine Medizin. So ist es aber. Dann werde ich die Medizin in eine Spritze geben. Diese Nadel wird mehr wehtun. Gott, hör auf damit! Ich habe eine bessere Idee. Ein saures Töpfchen. Ich werde die Bonbons durch Hustensaft ersetzen. Und ich füge Streusel hinzu, damit es mehr Spaß macht. Schau, du kannst dein Lolli in die Erdbeerbonbons tunken. Versuch's mal. Ich wusste, dass dieser Trick funktionieren würde. Igitt, ich will diesen Ungezieferbrei nicht essen. Ich bin durstig. Ich könnte etwas Leitungswasser gebrauchen. Das sieht mir eher nach Sojasauce aus. Igitt, das Wasser ist schmutzig. Es gibt nichts Besseres als gutes altes Sushi. Kann ich besseres Essen und sauberes Wasser haben? Aber ich bin hungrig. Gut. Gib mir deinen Brei und dein Getränk. Ich werde den Brei zu einem Sushi-Ball rollen. Barbies Beine als Essstäbchen. Und schon ist dein Essen fertig. Du hast sogar deine Sojasauce. Tauche sie ein. Iss auf. Ich will das nicht. Igitt. Ich sagte es. Nein. Verschwende kein Essen. Nein. Hey, willst du ihr das zu essen geben? Gib das her. Ich sagte, gib her. Ein Chefkoch muss sein eigenes Essen probieren. Du bist ein Polizist, kein Koch. Das Wasser ist so dreckig. Was soll ich tun? Ich weiß. Es ist Zeit, etwas zu basteln. Ich decke den oberen Teil einer Wasserflasche mit einem Taschentuch ab und befestige ihn mit einem Gummiband. Drehe sie auf den Kopf und stelle sie in eine Vase. Sammle eine Handvoll blauen Sand und gib ihn in die Flasche. Dann füge ich ein paar Steine hinzu. Und farbigen Kies. So, das sieht perfekt aus. Zum Schluss füge ich das schmutzige Wasser hinzu. Das ist ein sofortiger Wasserreiniger. Jetzt heißt es abwarten. Mal sehen, ob es funktioniert hat. Schau, das Wasser ist kristallklar. Man kann das Wasser jetzt bedenkenlos trinken. Wahnsinn! Prost! Netter Trick. Ich bin so hungrig. Wow! Das sind ganz schön viele Pilze. Die werde ich auf jeden Fall essen. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Pilze sicher sind. Und ein Kaktus? Ich will den Kaktus auch essen. Oh-oh, ist den nicht. Wo ist der Verbrecher? Was? Meine Zange! Halt dich fest! Ich werde ihn mit deiner Zange rausnehmen. Nein! Was ist das? Bring das nicht in die Nähe eines Kindes. Geh einfach los. Du armes Ding. Das muss wehtun. Keine Sorge. Ich habe eine Erste-Hilfe-Kasten dabei. Die Pumpe. Damit kann ich den Stachel herauspumpen. Es hat gar nicht wehgetan. Cool. Ich bin froh, dass es funktioniert hat. Die Mädchen bekommen eine Ultraschalluntersuchung. Mach mir
mich zuerst. Ich werde dir so viel Geld geben. Oh ja. Oh. Die Diamanten gehören dir, wenn du mich zuerst nimmst. Ich muss natürlich die Diamanten aussuchen. Oh, dann ist Geld ja nutzlos. Okay, dann wollen wir mal sehen, wie es deinem Baby geht. Ich werde dieses Gerät jetzt auf deinen Bauch legen. Hä? Der Bildschirm ist eingefroren. Das Gadget ist auch eingefroren. Oh, ups. Ich muss es abnehmen. Du hast mir fast die Hand eingefroren. Wie kriegen wir das hin? Ich weiß. Ich ziehe einfach Handschuhe an, um meine Hände vor der Kälte zu schützen. Und ich benutze ein heißes Gebläse, um das Eis abzutrocknen. Die Hitze funktioniert. Da ist dein Baby. Hey! Hallo, Mama! Meine kleine Eisprinzessin. Lass uns einen Schneebeschlag machen. Komm das! Volltreffer! Ich habe Eis auf meinem Gesicht. Danke für das Handtuch. Warte, Geld? Also gut, das reiche Mädchen ist die Nächste. Das würde aber auch Zeit. Wahnsinn, ich werde so reich sein. Okay, fangen wir mit dem Eingriff an. Da ist sie ja. Mama, schau, wie ich schwebe. Yeah. Mein kleiner Fischi. Wasserspritzen macht so viel Spaß. Egal, warum schlagen sie mir ständig ins Gesicht? Ups, tut mir leid. Liebt Wasser. Nimm mich als Nächstes. Kostet einen Dollar? Das gibt's doch nicht. Na toll, okay, ich mach deinen Ultraschall. Du brauchst mich nicht zu beißen. Das macht mich ganz schön nervös. Dein Baby sieht ein bisschen gruselig aus. Oh, meine kostbare Fledermaus. Sieh mal, Mama. Ich kann der Puppe den Kopf abbeißen. Du bist der Nächste, Doc. Sie hat nur von dem Besten gelernt. Oh nein, ich habe zu viel Blut getrunken. Ich muss pinkeln. Beeil dich. Oh nein, zu viel Saft. Ich muss los. Oh, das ganze Eis drückt auf meine Blase. Zeit für die Toilette. Oh oh, die Mädels müssen alle einmal auf die Toilette. Beruhigt euch, Mädels. Wow, eure Knie zittern. Wir brauchen die Toilette. Okay, ich lasse euch auf die Toilette los. Halt, warte, eine nach dem anderen. Wartet! Es kann immer nur eine Person gleichzeitig auf die Toilette gehen. Hier ist sie. Das sieht eher wie ein Müllcontainer aus, als wie eine Toilette. Igitt, ich werde da nicht reinpinkeln. Dieser riesige Diamant gehört dir ganz dir, wenn du mich zu einer sauberen Toilette bringst. Oh, ja, danke, Madame. Oh, schön, alles ist blau und es ist so kalt hier. Danke, der Diamant gehört ganz dir. Oh, endlich. Es fühlt sich so gut an, loszulassen. Ich bin die Nächste. Ich gebe dir 1000 Dollar. Wahnsinn, so viel Geld. Deine Toilette ist hier drüben. Danke. Wow, eine Toilette mit Meeresmotiven, mit Seepferdchen und Quallen. Es ist, als ob ich unter dem Meer wäre. Oh, was für eine Erleichterung. Hier ist deine Toilette. Ich will eine saubere Toilette. Eine saubere Toilette? Du musst bezahlen. Du lässt mir keine andere Wahl. Ich werde dich hypnotisieren. Du schläfst gleich ein. Ich habe immer noch meine Hypnosefähigkeiten. Endlich. Kommt dir diese Toilette nicht bekannt vor? Im Ernst? Du hast auf mich gekackt. Igitt. Lernt. Lieferung, das ist so schwer. Ich hol's mir später wieder. Was ist in der Kiste? Ist das für mich? Eine riesige Kiste, sagst du? Oh mein Gott, das ist Olaf! Ich bin hier, um das Geschlecht deines Babys zu erraten. Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Ich bin so aufgeregt. Okay, Baby, ich muss eine riesige Eisspitze formen, um den Alarm platzen zu lassen. Und platzen! Blau, das heißt, es ist ein Junge. Ich bin dran. Ich bezahle dich für die Enthüllung meines Geschlechts. Mal sehen, wie viel das ist. Oh, eine Sekunde. Hier ist dein Ballon. Perfekt. Es war schön, mit dir Geschäfte zu machen, Schneemann. Ich werde den Ballon mit einer Schere zerplatzen lassen. Es schüttert rosa Wasserkugeln. Es ist ein Mädchen. Ich bekomme eine Prinzessin. Ich kann es kaum erwarten, meine kleine Meerjungfrau zu treffen. Meine Arbeit ist getan. Es ist Zeit, die Kiste herauszunehmen. Warte noch. Er hat meine Geschlechtsumwandlung noch nicht gemacht. Bin ich jetzt dran? Bitte. Okay, dafür werde ich nicht genug bezahlt, aber okay. Ich lege die Schachtel erstmal zur Seite. Ich werde den Ballon für dich aufblasen. Warte mal.
Ich habe eine bessere Idee. Ich werde stattdessen meinen Furz benutzen. Haha, Luft ist Luft. Tada! Dein eigener Ballon zur Geschlechtsenthüllung. Dankeschön. Das ist genau nach meinem Geschmack. Ich werde einen scharfen Nagel benutzen, um ihn platzen zu lassen. Egal, nimm die Fledermaus aus meinen Haaren. Wir werden angegriffen. Oh, die hässlichen Fledermäuse. Husch, husch. Ein Mädchen? Ich wollte einen Jungen. Es ist Zeit für unsere schwangeren Mädchen, ein Bad zu nehmen. Badezeit, meine Damen. Wer geht zuerst los? Ich bin mega reich, also gehe ich zuerst. Oh. Diese teure Badewanne gehört ganz dir. Schön. Bin ich jetzt dran? Endlich. Phew, armes Mädchen. Diese Duschkabine ist mit Meeresmotiven gehört dir. Meine Lieblingsmeerestiere an der Wand. Dann kannst du jetzt gehen. Okay, Zeit, mir den Bauch zu schrubben. Dieser Schwamm ist zu rau. Er tut weh. Zeit, Geld für einen besseren Schwamm auszugeben. Na toll. Ich werde diesen Schrubber an der Wand befestigen, damit ich meinen Bauch so richtig schön schrubben kann. Ah, das ist so viel besser. Ich werde mein Schaumband mit diesem Gerät machen. Teste die Temperatur des Wassers. Autsch, es heißt, ich brauche Hilfe. Ich habe einen Eimer mit Eis gebracht. Prima, schütte alles in diese Badewanne. Wow, es ist kalt genug, um Nebel zu erzeugen. Ja, die Kälte ist genauso, wie ich sie mag. Danke, Olaf. Wir sehen uns später. Endlich. Eisbad, ich komme. Oh, ich liebe diese eisigen Temperaturen. Ich kann sogar meine Beine ausstrecken. Diese Badewanne ist perfekt. Was dich betrifft, du kannst in dieser Wanne baden. Wie soll ich denn da reinpassen? Ach, geh weg, lass mir etwas Privatsphäre. Ich werde wohl in die Hocke gehen müssen, damit ich hier reinpasse. Dieser Schwamm ist so rau. Das ist dein Bad? Ein armes Bad für ein armes Mädchen. Ihr Mädels macht mich wütend. Das war's. Oh, der Vampir führt nichts Gutes zum Schilde. Mal sehen, wer jetzt lachen wird. Ich werde ihren Duschkopf mit schwarzer Lebensmittelfarbe füllen. Einfach so. Ich stelle den Duschkopf wieder zurück. Zeit zum Abspülen. Lalalala. Oh, warum ist das Wasser schmutzig? Eine Flasche mit Blut? Das ist nur falsches Blut. Diese Mädchen müssen lernen, mit denen er Spaß hat. Nun ist Zeit, das Kunstblut in Elsas Bad zu schütten. Gut, dass sie gerade ein Nickerchen macht. Jetzt ist meine Chance, Augengummis hinzuzufügen. Mal sehen, ob sie ihre Angst verbergen kann. Huh? Hol mich aus dieser verdammten Badewanne raus! Helft mir! Wer hat jetzt Spaß in der Badewanne? Sieht so aus, als hätten die Mädchen einen neuen Zellengenossen. Es ist Mama Longlegs. Was sind das für Blicke, Mädels? Ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht willkommen bin. Moment mal, ein schwangerer Bauch? Ich will ihn anfassen. Hör auf, mich anzufassen. Oh, du bist so lässig. Willst du ein paar Diamanten, damit du mich in Ruhe lässt? Vielleicht treibt dich ein kalter Windstoß endlich weg. Ah, oh, Diamanten. Ich werde so reich sein. Oh, noch ein schwangerer Bauch. Nimm das Geld und verschwinde. Nein, mir geht's gut. Oh, nimm das Geld. Oh, diese Mädchen sind so stark. Ist das... Nimm deine Hände von mir weg. Ich weiß. Ein Monsterbauch. Ich hau ab. Der Polizist bringt mich in eine neue Zelle. Angsthase. Was hast du davon? Böses Händchen. Aua, aua. Hilf mir, Polizist. Was ist mit dir los? Sieh dir meinen Fuß an. Er ist ganz geschwollen und schält sich. Ekelhaft, da kann ich dir nicht helfen. Bitte, ich schenke dir einen riesigen Diamanten, wenn du mir hilfst. Ein Diamanten? Weißt du was, ich glaube, wir können etwas für deinen Fuß tun. Ein Fußschrubbgerät. Ich muss zuerst Charme auf die Borsten auftragen. Jetzt taucht dein Fuß hinein, Majestät. Wow, es fühlt sich so gut an.
Wir sind noch nicht fertig. Wir müssen den zusätzlichen Schmutz abziehen. Jetzt trockne sie auf der Schwarzmatte ab, um sie zu massieren. Ich fühle mich schon viel besser. Dann kannst du jetzt gehen. Der Diamant ist doch echt, oder? Ja! Geld für dich! Was willst du denn? Hilf mir, meine Dehnungsstreifen am Bauch loszuwerden. Ah, kein Problem. Lass mich nachdenken. Aha, ich brauche dieses Aloe Vera Blatt. Endlich habe ich es jetzt. Ha? Wo ist mein Essen? Gib mir mein Essen zurück. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um natürlich loszulegen. Gieße das Aloe-Gel in ein Glas. Mach es besser mit Glitzer. Meerjungfrauen lieben glitzernde Dinge. Mische nun alles zusammen, tauche ein paar mit deinem Finger ein und schmiere es auf die Dehnungsstreifen. Sieht so, wie die Magie passiert. Wow, meine Dehnungsstreifen sind verschwunden. Du bist ein Genie. Danke, Polizist. Damit könnte ich ein Auto kaufen. Hilf mir. Ich muss meinen Fuß reinigen. Er ist geschwollen und schilzig. Siehst du? Tut mir leid. Ich unterhalte keine kaputten Leute. Wie unhöflich. Ich weiß, eine Fusselrolle könnte als Peeling dienen. Ich werde damit so lange über meinen Fuß rollen, bis die ganze Haut weg ist. Ah, so glatt. Ein Nagel? Den brauche ich. Einen Nagel und einen Hammer. Was hat sie vor? Ein Nagelbrett, um meine Füße zu massieren. Ah, das ist so entspannend. Mein Bauch tut weh. Was ist los? Oh nein, meine Fruchtblase ist geplatzt. Ich werde gebären. Oh nein, ich spüre auch etwas in meinem Bauch. Meine Bauchfruchtblase ist aufgepasst. Ich werde ohnmächtig. Die beiden sind verrückt geworden. Oh Mist, bei mir auch. Meine Fruchtblase ist aufgeplatzt. Es ist überall auf dem Boden. Oh nein, ich glaube, ich werde auch ohnmächtig. Drei schwangere Frauen sind bereit für die Geburt. Aber es gibt nur einen Arzt. Ich komm schon, ich komm schon. Ich bin da. Wer soll zuerst losgehen? Ich zahle dir eine Menge. Nein, ich. Ich gebe dir eine ganze Kiste voll. Nun, das kann ich unmöglich ablehnen. Okay, leg dich hin und fang an zu pressen. Pressen, pressen. Dein kleiner Junge ist da. Wow, er fühlt sich kalt an. Mein kleiner Eisprinz. Süße, süße. Ah, er hat meinen Finger eingefroren. Ich schätze, wir werden dich nicht herzlich begrüßen. Ich bin dran, beeil dich. Ich komm schon, ich komm ja schon. Gib mir zuerst das Geld. Okay, los geht's. Push, push, push. Ich versuche es. Mein Bestes. Ich sehe die Flossen. Du hast einen Zucken im Fisch. Aua, aua, aua. Dein Baby hat mich gerade geohrfeigt. Mein Baby, du riechst wie der Ozean. Hilf mir. Ich bin ja da. Lass mal sehen. Ah, die Fledermäuse kommen raus. Was so ekelhaft. Fressen. Ich presse es. Tut weh. Ich hab sie. Sind das Reißzähne? Ah, sie hat mich gebissen. Bist du nicht ein schlaues kleines Mädchen? Mein Hals. Ich glaube, ich habe zu viel Blut verloren. Es scheint, als wäre der Arzt mit dem ganzen Chaos nicht fertig geworden. Wenigstens sind die Mamas endlich bei ihren Babys. Yay! Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du mit deinem Bauch an Ecke stößt. Aua! Hilf mir! Ich habe meinen Kopf getroffen! Ich höre einen Notfall. Oh nein, eine schwangere Frau weint. Das kann nicht gut sein. Ich habe mir an der scharfen Ecke den Bauch gestoßen. Das ist gefährlich. Ich kann dir helfen, aber ich brauche eine Bezahlung. Wie wäre es mit einem großen funkelnden Diamanten? Oh, du hast ja mein Zeh fallen lassen. Ich bin gleich wieder da. Was
Was ist das? Eckwächter. Sie sind an jeder scharfen Ecke deiner Möbel. Wow. Es tut nicht mehr weh, wenn ich dagegen stoße. Was ist mit mir? Ich mache mir Sorgen wegen der scharfen Ecken um meinen Platz. Diamant. Hä? Komm, hol dir das Geld und hilf mir auf. Da kann ich natürlich nicht Nein sagen. Wow, das ist eine Menge Geld. Keine Sorge, was ich für dich habe. Ist den Preis auf jeden Fall wert. Puppets mit Meeresmut. Die Flunder geht auf deinen Schreibtisch und Mr. Turtle auf dein Bett. Danke, Herr Polizist. Ich fühle mich jetzt so sicher. Ich fühle mich so unwohl. Autsch. Der Deckel hat sich gerade auf meinen Kopf geschlossen. Das gibt eine fiese Beule. Was ist das für eine versteckte Kiste? Wow, so viele coole Sachen. Poolnudelstücke, Luftpolsterfolie. Ja, ich werde den ganzen Sarg mit Luftpolsterfolie umwickeln, um die Poolnudel an den Rändern befestigen. Ich wette, jetzt bekomme ich keine Beulen mehr. Ah, so bequem.